Ja, hallo Freunde. Sind wir wieder unterwegs, Schuster's Rappen. Nicht nur mit dem Bollerwagen, nein, mit Milchkanne. Und der Olli ist auch mit dabei. Auf jeden Fall geht's nun zum Milch holen. Ja, ein bisschen Milch werden wir uns schon holen. Etwas, was wir halt brauchen so. Bei uns im Nachbarort ist ein toller Milchautomat. Ja, und da geht's jetzt hin. Darum werde ich sagen, kommt einfach mit. Wir haben leider keine größere Milchkanne gefunden. So müssen wir uns mit der kleinen zufrieden geben. Macht mal ein wenig schneller. Beeilt euch schon. Wie weit ist es denn doch? Ich will endlich Milch haben. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Na, langsam wird es windiger. Ich denke, da kommt nachher noch Regen. Jetzt halt mal schauen. Ich hoffe, das Wetter hält noch eine Zeit lang. Na, ab zum Milchautomaten. Und dann gucken wir mal, wie viel Milch wir uns holen. Ne? So. Ich denke, die kriegen wir alle aufgebraucht, oder? Ja, jetzt da sind wir fast an dieser Bundesstraße vorbei. Da vorne ist noch eine Brücke, da müssen wir rüber. Aber Schreck, lass nach. Es hat sich mittlerweile wunderschön eingeregnet. Hoffen wir nur, dass der Olli nicht zu nass wird und dass wir ihn noch trocken nach Hause bringen können. Naja, okay. Wer es nass macht, macht es auch wieder trocken. Ja, Regenwetter, aber angekommen am Bauernhof. Die Pferdchen, die sehen wir jetzt gerade von den Bauern. Aber die Kühe, wo sind die Kühe? Ah, da hinten sind sie. Vielleicht können wir sie euch nachher noch zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Pferdchen und dann geht es direkt an den Milchautomat. Okay. Ja, da sind sie nun, die Pferdchen. Eben der Bauer hier, der hat einige Pferde, ziemlich viel sogar. Und dann hat er auch ja, eine ganze Menge voll Kühe. Drüben ist auch noch so ein schönes Pferdchen. Obwohl ich mich mit Pferden nicht auskenne. Aber zum Kühen können wir vielleicht nachher auch noch kurz. Jetzt gehen wir erst einmal Milch holen. Ja, angekommen hier am Milchautomat. Ja, ein Euro pro Liter. Kann man echt nichts Böses sagen. Ist ein sehr humaner Preis. Wie es funktioniert, sei ja auch ganz einfach. Ja, da würde ich sagen, gucken wir einfach mal, dass wir ein bisschen Milch kriegen. Und fahren wir jetzt mal den Bollerwagen mit der Milchkanne hier rückwärts rein. Dann können wir sie am besten befüllen. Ja, mach voll das Ding. Mach voll das Ding. Kann eine Zeit lang gehen, bis wir es voll haben. Ja, ja. Wunderschöne Milch. Na, da werden wir jetzt eine Zeit lang beschäftigt sein hier. Ja, bis wir unsere Milch haben. Und weiter geht's. Dass wir ein bisschen besseres Wetter kriegen für den Heimweg. Momentan ist es echt nicht schön hier. Ja, Liter für Liter
das kann wirklich noch sehr lange gehen. Weil der Automat lässt auf einmal nur 1 Liter raus. Und eben, ja, wir brauchen schon ein bisschen mehr wie 1 Liter. Ja, da werden wir noch eine ganze Zeit beschäftigt sein. Ich werde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder, wenn wir genug haben. Werden wir noch eine Pause machen, bis wir auf dem Rückweg sind. Ja, bis es nicht mehr ganz so stark regnet. Ach, dass die Milch nass wird, macht den Deckel drauf. Ja, dann sind wir bereit für den Heimweg. Naja, bei dem Wetter macht es aber keinen großen Spaß. Da warten wir noch ein bisschen hier. Und ihr Olli, passt auf unsere schöne Milch auf. Ich will endlich Milch trinken. Ja, jetzt auch. Milch haben wir mal mehr als genug gekauft. Jetzt werden wir mal heimfahren. Aber das Wetter ist jetzt nicht gerade sehr tröstend. Das Wetter ist wirklich zum Davonlaufen. Es hat angefangen zu regnen. Frag nicht wie. Und jetzt müssen wir noch die schwere Milch. Also das hatte der Bollerwagen hat jetzt mittlerweile ein ganz schönes Gewicht. Olli macht dich Rückenlänge leichter. Ne? Und ja, jetzt sind wir da durch. Ne? Aber was soll's. Ich würde sagen, wir melden uns unterwegs nochmal. Und sonst sehen wir uns daheim wieder. Ja, ganz da hinten sehen Sie die Kühe. Die haben doch ein schönes Leben. Ja, das sind die Produzenten für die Milch, die wir gerade eben geholt haben. Ich muss sagen, die machen gute Arbeit. Nur leider komme ich da nicht weiter hinter zur Weide. Es ist abgesperrt. Schade, dass ich nicht näher zu denen hinkomme. Da hinten hat es auch noch kleine Rindle. Sehe ich auch gerade. Ja, wirklich ein wunderschöner Bauernhof. Kann man nicht anders sagen. Und gute Milch kann man hier wirklich gut kaufen. Besser wie das Tütenzeug da vom Discounter oder sonst wo. Holt man sich lieber hier. Da weiß man, was man hat. Ah, jetzt geht es dann zurück. Na? Das Wetter hat es wieder ein wenig aufgetan. Regnet nicht mehr so stark. Aber wir sind jetzt wieder an dieser blöden Bundesstraße vorbei. Aber egal. Was macht man nicht alles? Wir haben unsere Milch ja schon bald zu Hause jetzt. Na los, jetzt schneller! Mann ist die schwer. Ja, aber wir haben es geschafft. Die Milch ist da. Ja, wer nun geglaubt hat, wir haben die Kanne wirklich volllaufen lassen. Ja, es sind 60 Liter Milch, Fassungsvermögen, aber wir haben uns erlaubt, etwas weniger Milch mitzunehmen. Das reicht uns eine ganze Zeit lang. Tja, aber diese Milch ist wirklich zu empfehlen, schmeckt wirklich gut, wirklich fantastisch und kann euch wirklich nur empfehlen, kauft euch die Milch beim Bauern. Ja, wenn euch der kleine Ausflug gefallen hat, zusammen mit Olli, mit dem Bollerwagen, mit unserer Milchkanne, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Abonnieren kann man selbstverständlich kostenlos, bei uns beiden natürlich. Und ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald mal wieder. Ciao. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen.